Vor dem Training supplementieren wir. Wir nehmen ein Lion's Mane, Reishi, Chaga, Cordyceps und Boswellia, Weihrauch und Kreatin vor dem Training. Half. Nein, Ralf, nein. Guck mal her. Meine. Was in diesem Gehirn wohl vor sich geht jeden Tag? Gute Frage. Total. Wahrscheinlich genauso viel wie in meinem. Wir werden heute ein Warm-up gestalten mit der Steinzeitübung Schieben, Ziehen, einmal den Schlitten, dann kommt Farmer's Walk und dann werden wir Oberkörper trainieren. Wenn etwas passiert wäre und du weiter deine Spannung spielst. Wem das antagonistische Trainingssystem nichts sagt, Arnold Schwarzenegger hat zum Beispiel so trainiert, man trainiert immer die Gegenspieler miteinander. Ist extrem zeiteffizient, hohes Volumen und hohe Intensität ist genau das, was mir gefällt im Training, denn ich will danach das Gefühl haben, dass ich 100% gegeben habe. Der Körper ist eine absolute Adaptionsmaschine, das heißt, er passt sich an alles an. Ich versuche ständig, das Training neu zu verändern, neue Reize zu schaffen. Ich mag das, wenn ich komplett frei hänge und meine Füße komplett frei runterhängen. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich maximal in die Dehnung reingehen kann. Deswegen hänge ich es maximal hoch. Gym-Outfit ist heute wieder on point. Gerade die Socken gefallen mir gut. Team Sellerie-Socken. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung bestellen. Und damit holt ihr noch ein paar Prozent mehr raus. Seid schneller, seid stärker. Unten in der Videobeschreibung kommt jetzt ein Shoplink. So, nach dem Training essen wir gekeimte Linsen. Extrem geil, reich an Phytonährstoffen. Gute Proteinquelle. Schön verpackt hier. Der Brokkoli Lunchbox. Findet ihr auch im Shop übrigens. Welchen Schalthebel findet ihr besser? Den habe ich neu geholt, das ist der alte. Aber der neue hat auch schon den Geist aufgegeben irgendwie. Vielleicht sollte ich einfach hier diesen Rundstahl so lassen. Ist auch geil. Aber so. Ja, gut. Wie geht's? Nein, nebenbei. Gut, danke. Gut, sehr schön. Ja, ich wollte ihn heute in den American Staffordshire Terrier mitbringen, aber der ist in die Huta gegangen heute. Klasse, aber ich dachte, der hing irgendeiner an der Bade oder so. Nein, ja. Das ist super lieb, ist der. Ich sollte ihm ein Tuch mitgeben. Genau. Einen schwarzen Gürtel habe ich, schwarze Schuhe habe ich, die ich nutzen würde. Super. Genau. Also, jetzt überlege ich bloß, was nehme ich für eine. Nehme ich eine Krawatte, nehme ich eine Fliege? Ich habe Fliegen und Krawatten tatsächlich, aber ja. Ich glaube, ich würde was Neues nehmen, was wir noch nicht benutzt haben. Hey, das macht sie sowieso also emotional vielleicht ganz gut. Genau. Ich persönlich bin Fliegenfreund, ja. Ich finde es aber, eine Krawatte hat irgendwie immer ein bisschen mehr. Da kommt mehr Farbe rüber. Mhm. Könnte passen, könnte weniger passen. Aber wie gesagt, wenn sie es nicht gut finden und ich sage, es könnte passen. Finde ich tatsächlich cool. Hat dieses Areal fand ich tatsächlich gut. Stark. Ja, das ist das Peasley. Das ist eine klassische Variante und das mit weißem Einstecktuch. Das nehmen wir perfekt. Wir sind ganz unkompliziert. Siehst du, schon das Problem gelöst. Direkt haben wir die perfekte Krawatte gefunden. Seht ihr? Andere Menschen sind 4 Stunden irgendwo und ich habe direkt die perfekte Krawatte. Perfekt passend hierzu. Schaut euch mal, was für ein Match. Wann war eigentlich das letzte Mal, dass du einen Anzug anhattest? Das kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar, das war im November letzten Jahres, fast ein Jahr her. Da hat mein zukünftiger Schwager dort geheiratet. Und davor war ich immer mit Trainingsanzügen, mit sehr schönen Trainingsanzügen auf Hochzeiten. Aber ich war auch der Einzige, der dann einen Trainingsanzug anhat. So, nur einen Knopf oben zumachen, habe ich gelernt. Den Oberband, genau.
Genau. Fällt perfekt. Also ich bin zufrieden. Ich finde das wunderbar. Super. Ich fühle mich sehr wohl. Ich finde die Länge auch gut. Ja. Ist jetzt nicht zu lang, nicht zu kurz. Die bleibt ja auch bei Ihnen oben sitzen. Die rutscht nicht mehr runter. Oh, danke, Herr Ernst, für diese perfekte Beratung. Gerne, gerne. Also, wenn ihr einen geilen Anzug braucht, hier, das ist die richtige Adresse. Schaut bei Herrn Ernst vorbei in Königstein. Es gibt keinen besseren Anzugmacher. Der Anzug sitzt. Jetzt, wo du, sag ich mal, die letzten Amtshandlungen vor der Hochzeit erledigst und der Tag auch immer näher rückt, macht dich das, also steigt da bei dir die Aufregung? Aufgeregt bin ich jetzt nicht in dem Sinne, aber es ist natürlich ein ganz besonderer Tag, ist eine einmalige Geschichte und ja, ist alles richtig gut durchorganisiert. Ich muss dazu sagen, dass Lea da die Hauptarbeit gemacht hat. Wie gesagt, ich habe im unteren einstelligen Prozentbereich mich an der Orga beteiligt ungefähr und ich freue mich sehr auf den Tag, weil ich weiß, wie detailbesessen Lea ist und dass das eine richtig geile Party wird. Stefan, du hast ja sehr viele Routinen in deinem Alltag, wie beispielsweise Training, aber auch Saftpressen. Wie bist du auf Letzteres eigentlich gekommen? Ja, ich habe mich ja schon immer sehr für den Körper interessiert und was man dem Körper Gutes tun kann in Form von Training, Ernährung, wie man am besten vorgeht. Und da bin ich natürlich relativ schnell auf das Entsaften gestoßen. Damals hatte ich noch keine langsam drehende Schnecke und die Benefits sind allgemein bekannt. Ja, und somit habe ich natürlich Entsaften fest in meine Alltagsroutine eingebaut. Cheers. Cheers. Unten in der Videobeschreibung kommt ihr zum Link. Ich nutze einen Q-Wings Entsafter, den Revo 830, langsam drehende Schnecke, dadurch weniger Hitzeentwicklung, mehr Phytonährstoffe und Vitamine. Mit T800 gibt es 10%. Zum Wohl. Geil, sehr lecker. Frag mich nur, wie lange das hier liegt. Wahrscheinlich bis es eins mit diesem Podest geworden ist. So sollte das so sein? Ist immer so. Es verursacht extrem viel Schmutz, wenn Stefan Saft presst. Eigentlich wird es direkt abgespült. Hier, es wird direkt gereinigt, so wie es sich gehört. Systemgastronom, würde ich sagen. Ja. Ich gehe. Okay. Was gibt's hier zu essen? Das ist ein Linseneintopf, ist die Meal Prep für heute. Da muss man sich später keine Gedanken machen, was man isst. Packen wir wieder in die Lunchbox ein. Und dann haben wir schon unser Essen für später. Jetzt gehen wir zum Friseur. Hallo Stefan. Was gut, mein Bessie? So. Wir haben keinen Plan, es ist so wie immer. Okay. Max, was war heute deine Tagesplanung? Sie besteht. Ich habe meinem Vater schön hart trainiert. Jetzt wollten wir es essen, danach wollte ich ins Studio. Abwarten, was er davon zulässt. So, wer stellt wann Witz geworden, wenn nichts. Ohne MMA. Ja, guten Tag. Ich bin im Vorstand. Jetzt ist er, ich wurde im Wald. Stefan, wie kam es eigentlich zu deinem Mokuhila? Hey, wir haben uns neue Haare machen lassen, was ja auf einer Wette basiert ist, diese Haartransplantation. Da habe ich gesagt, jetzt müssen wir natürlich auch diese neuen Haare richtig nutzen. Und wir sollten uns am besten eine Frisur aus den 90ern wachsen lassen. Ein Fukuhila. Max, ja, ist nicht so ein Fan von der Frisur wie ich. Und jetzt habe ich allein einen Fukuhila. Was hält Lea von deinem Haarschnitt? Lea liebt Biber und der Fukuhila hat natürlich ja eine direkte Verbindung mit dem Biber, mit dem Tier Biber. Sieht man ja auch optisch hinten. Und deswegen gefällt dir der Haarschnitt auch auf jeden Fall sehr gut. Aber wenn ihr auch einen Fukuhila habt oder einen Fukuhila haben wollt, das hier ist der Experte. Seit 1987 schneidet der Fukuhilas im Premium-Bereich. Schaut hier vorbei. Beste Adresse. Wir müssen jetzt zum Maniküre und Pediküre und dann sind wir ready. Stefan, während der Pediküre können wir, glaube ich, Fragen beantworten. Das glaube ich auch. Erste Frage ist von Daniel Schick, 2124.
Sollte nicht etwas Öl nach dem Entsaften in das Getränk, damit der Körper alles besser aufnehmen kann? Ja, definitiv. Also die Aufnahme von Fettsäuren zu dem Saft bzw. vor dem Saft ist definitiv empfehlenswert. Dadurch kann es besser absorbiert und vom Körper aufgenommen werden. Ich nutze Leinöl, kürze meine Morgenroutine, Hydration durch Wasser, Zitronensäure und Salz. Ich nutze ein Himalaya-Salz und dann nehme ich ein bisschen Leinöl ein. Leinöl hat die geile Eigenschaft, dass es Omega-3 zu Omega-6-Fettsäurenverhältnis optimal ist. Und da führe ich einfach einen Esslöffel hinzu, bevor ich meinen Saft trinke. Die zweite Frage kommt von Chillradio 8762. Hey Stefan, mich würde interessieren, wieso ihr euch ausgerechnet Schweine zugelegt habt und nicht zum Beispiel Hühner. Liebe Grüße. Ja, wir sind natürlich Fans von Schweinen und von Hühnern, von allen Tieren. Aber die Schweine waren ja in dem Moment in einer Notsituation, sind ausgesetzt worden. Es ist ein Lebenshofplatz gesucht worden. Wir haben keinen geeigneten Platz gefunden, sodass alle Schweine zusammenbleiben können. Und deswegen haben wir diese Notlösung geschaffen, dass die Schweine auf unserem Paddock dann ein neues Zuhause finden. Aber Hühner kommen bestimmt auf jeden Fall auch noch. Die letzte Frage ist von Ben Reger 531. Und zwar, Stefan, du bist immer so glücklich und immer positiv. Was ist dein Lebensmotto und was motiviert dich, jeden Tag weiterzumachen? Ich denke, dass das Leben zu kurz ist, um schlechte Laune zu haben und sich über alles zu ärgern. Am Ende ist alles ein Test. Und wenn man mit der richtigen Motivation und mit der richtigen Struktur in den Tag geht, wird jeder Tag geil und ihr werdet euch jeden Tag verbessern. Aber ihr braucht das richtige Mindset dafür und müsst natürlich Spaß am Leben haben. Dieses Kommentar hat mir besonders gut gefallen, denn ich denke, es ist ein Mehrwert für jeden, wenn er das versucht umzusetzen und diese Mentalität verinnerlicht. Ben Reger hat das Paket gewonnen. Die Frage hat mir wieder sehr gut gefallen. Stellt eure Frage unten in die Kommentarfunktion und vielleicht wird sie im nächsten Vlog aufgegriffen und beantwortet. Und die beste Frage wird natürlich wieder gekürt mit einem 100 Euro T800 Paket. So, wir sind jetzt maximal fresh. Alles ist erledigt, Vorkehrungen sind getroffen. In ein paar Tagen ist der große Tag. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Bis zum nächsten Vlog.